Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario 64 Last Impact. Im letzten Part haben wir, ihr habt es ja nicht gesehen, ich habe nämlich nach über einer halben Stunde für ein schwieriges Rätsel in Kurs 2 verschwendet. Ja, nicht gerade verschwendet, sondern immer. Es war einfach ein Hardcore-Rätsel. Weil das nicht so einfach zu lösen war. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter den Kurs 2 mit dem Stern Nummer 5. Rote Münzen zwischen Relikten. Und ich werde das jetzt auch nutzen, um mir die 100 Münzen zu holen, wenn es geht. Vorausgesetzt, die sind hier alle auch zusammen. Nur ist jetzt halt die Frage, was nehme ich jetzt zum Beispiel als Thema? Mal allgemein, was haltet ihr jetzt bisher von diesem Spiel? Wenn ihr jetzt das so seht, ist es gut gelungen oder sagt ihr so, hätte es sein können? Jetzt mal so vom ersten Eindruck her, wenn ihr jetzt das zum ersten Mal so seht. Also, ich würde schon mal von meiner Perspektive sagen, das Spiel hat es auf jeden Fall verdient, schon mal als eines der besten Hacks betitelt zu werden. Jetzt wär's nur schön, wenn ich jetzt nämlich wüsste, wie man die Steuerung spielt. Aber ich bin auf jeden Fall von dem Hack schon mal sehr groß fasziniert. Auch wenn da darunter auch noch ein paar Rätsel sind, die sehr schwierig sind, wie zum Beispiel das hier. Was ich jetzt zugeben muss, nur mit einer Lösung herausgefunden habe. Wenn ich jetzt die Münzen da drin nochmal brauche, dann rest in peace. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr nochmal drauf. Ich hoffe jetzt mal, dass ich da diese Münzen nicht auch noch brauche. Weil das wäre jetzt nämlich sowas von Scheiße, wenn ich die jetzt auch noch bräuchte. Aber ich glaube, dass ich die eigentlich hier zusammenkriegen sollte. Das Level ist ja nicht allzu riesengroß. Weil die waren eigentlich auch im ursprünglichen Super Mario 64 waren die ja nicht riesengroß. Aber sie wirken halt groß mit den ganzen Sub-Areas. Es ist halt nur die Frage, ob ich dann aus den Sub-Areas wieder rauskomme. Deswegen werde ich jetzt auch die Sub-Areas mal vorerst noch ignorieren. Bis ich dann keine andere Möglichkeit sehe. Okay, da aufs Dach kommt man schon mal nicht. Da rutscht man nur runter. Aber ich bin auf jeden Fall von dem Spiel sehr gut überrascht. Da hat es auf jeden Fall geheißen, man nur sehr viel Mühe damit gegeben. Vor allem die gesamten Cutscenes. Das ist auf jeden Fall schon mal das größte Nonplusultra. Wenn einfach die Cutscene einfach mal so zeigt, wo ist der Stern mit, was hat es zu tun, dann muss man nicht noch das gesamte Level durchstreifen in der Hoffnung, dass man dann zu diesem Stern kommt. Dann die gesamten Power-Ups, wie zum Beispiel jetzt hier den Dreck weg 08. Ich glaube, es ist 0817, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich habe Super Mario Sunshine schon halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt, wobei ich das gerne mal wieder mal für mich spielen möchte. Dann bin ich wieder das, sozusagen das Urab-Feeling-Fieber wieder gepackt hat. Und die Piranhas sollte ich auf jeden Fall töten, die geben ja auch noch alle blaue Münzen. Ich sollte nur nicht blöd ist, du die Kamera spielt nicht gerne mit. Wenn ich mich jetzt nochmal treffen lasse, dann habe ich den Salat. Schlag zu. Ja.
Okay, das ist jetzt nämlich genau das Problem. Noch ein Treffer und die Pflanze hat mich getötet. Und man kann sich auch im Wasser auch nicht heilen, weil jetzt nämlich der eigene Luftanzeige steht. Das war nämlich das, was beim alten Super Mario 64 hat auch das Spiel ein bisschen zu einfach gemacht hat. Wenn du mal ziemlich viel Schaden genommen hast, konntest du einfach ins Wasser springen und dann den Schaden wieder wegheilen. Sozusagen wie das Wasser des Lebens. Ich glaube, ich brauche wahrscheinlich doch Flat. Wenn ich die besser treffe. Ja, die geben halt leider auch 5 Münzen in Form halt einer blauen. Und die kann ich sehr gut gebrauchen. Das ist das, eben das große Problem in dieser Geschichte. Aber wo könnten jetzt noch Münzen sein, außer in den Sub-Areas? Ich kombiniere immer gerne die, die 100 Münzen, wenn ich gleich auch die roten Münzen einsammle. Aber das mit den Piranha, da könnte man ein bisschen noch besser machen, weil... Ich habe vor allem das Gefühl, die Hitbox, das mich trifft, ist viel zu groß für die. Also hätte ich vielleicht nur eine kleine Hitbox, der ich... Vor allem da auch die unsichtbare... Wände da, aber da kann man nicht viel dafür. Bei Hex muss man halt damit rechnen, dass es überall so unsichtbare Wände mal geben kann. Wenn man zum Beispiel ein paar Texturen platzieren möchte, verändern, dann kann man nämlich die Originaltextur nicht löschen. Hoffentlich kriege ich jetzt diese Pflanze noch irgendwann mal down. Ich brauche jetzt erstmal eine bessere Kamerasicht. Ja, jetzt habe ich sie wenigstens erwischt. Und dass man nach jedem Treffer flat verliert. Wahrscheinlich konnte man das auch nicht anders programmieren. Aber es gibt dem Spiel auch noch die zusätzliche Würze, muss dann halt flat nochmal holen. Aber bei schwierigen Kursen könnte es dann vielleicht auch dann ein bisschen schwierig werden. Das ist jetzt auch nicht das einzige Power-Up. Es gibt auch einfach noch mehrere Power-Ups aus den älteren Spielen, die dann sich auch noch implementiert hat. Oh, da sind nochmal 3 Münzen. Und wenn ich dann halt in ein Gebäude rein muss, in dem ich nicht mehr rauskomme, dann... habe ich dann halt keine andere Wahl mehr. Sammle ich halt die roten Münzen noch einmal. Aber die roten Münzen kann man jetzt auch zum Beispiel auch als eine Art Aufgabe sehen, indem man das Level nochmal gründlich erkundet. Und das 6. war meistens so, vor allem beim Super Mario 74, ist einfach irgendein Stern, der sehr gut versteckt ist. So, wenn es die Kamera mitspielen würde, ne, da ist nichts mehr. Außer eine rote Münze. Und ich habe noch eine im Topf gesehen. Versucht jemand eine rote Münze zu kochen. So, dann fehlen ja nur noch 15. Dann noch diese 5 hier. Und die Gumbas. Ich Pech habe, darf ich dann wirklich die Kiste noch zerdampfen. Aber für den Fall werde ich dann auch ein Save State machen und dann hat die Lösung nochmal hervorkramt. Weil ich musste das wirklich mit der Lösung machen. Sonst hätte ich noch mehrere Stunden dran gesessen. Also jetzt wieder... Ja, das wäre wieder ein bisschen
feige, wenn du das so machst, aber setzt euch mal 2 Stunden an so ein Rätsel dran. Weil irgendwann hast du mal keinen Bock mehr drauf. So, dann schauen wir mal im Zelt. Sind dort noch ein paar Münzen? Nein? So, wo kriegen wir jetzt noch 6 Münzen her? Außer, dass wir in ein Gebäude müssen. Ohne, dass man jetzt das Rätsel lösen muss. Weißt du, in etwa, wie das Rätsel jetzt gemacht werden muss? So, in summa summarum. Aber wahrscheinlich bleibt mir wirklich keine andere Wahl mehr, als diese Kisten zu nehmen. Hoffen wir mal, dass ich es schnell hinkriege. Und wenn die Kamera wieder nicht mitspielt, dann kommt man erst gar nicht mehr in das Maul rein. Weil irgendwie muss es ja auch einen Trick geben, wie man das noch schnell hinkriegt. So, dann schauen wir mal, ob wir das nochmal so hinkriegen. Weil eigentlich ist es ja nicht schwer. Eigentlich ist es wirklich nicht schwer. Ich bin einfach zu blöd für das Rätsel. Jetzt hätte ich es fast, aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Warte einmal, ich glaube, ich habe die Lösung. Ja, das kriege ich dann aber um. Dass das so simpel ist? Alter, und ich habe eine halbe Stunde an diesem Teil gesessen? Jetzt komme ich wie blöd vor. So, das sind auf jeden Fall die letzten 6 Münzen. Den Secret-Stern für die 100 Münzen. Ja, und ich will natürlich speichern und dann holen wir jetzt noch die... den Stern für die 8 roten Münzen. Aber ehrlich, ich komme jetzt wie ein Idiot vor, wenn ich jetzt das gerade sehe. Weil ich habe das nämlich letzte Woche aufgenommen, den ersten Part. Ich fühle mich jetzt wie der größte Vollidiot im Spiel. Jetzt habe ich das innerhalb von, wer weiß, vielleicht ein paar Minuten gelöst und ich habe letztens wirklich mehr als eine halbe Stunde benötigt. So, jetzt ist es so simpel, jetzt wisst ihr auch die Lösung. Ihr müsst jetzt einfach nur die Lösung von hier nehmen. Komm ich wie ein Idiot vor. Also, es wird mich auf jeden Fall nicht wehtun, wenn ihr alle unten in den Kommentaren schreibt, Chaos Sonic ist ein Idiot. Tut doch keinen Zwang an. So, und wenn wir schon dabei sind, schließen wir jetzt auch den Kurs komplett. Ja, komplett ab. Ich meine, komplett ab mit dem Stern Nummer 6. Beruhige den antiken Angreifer. Das könnte, wenn ich mich nicht täusche, so eine Art wie ein Bosskampf darstellen. Ne, niemals damit beginnen sollen. Wir hätten niemals das erste Signal hinterlassen sollen. Und nun werden wir für bestraft. Es tut mir so leid, dass wir dich in so etwas hineinziehen. Ich entschuldige mich. Ja, es gibt einen Bosskampf. Schlange, die uns
im letzten Part noch geholfen habt. Wir setzen uns ans Leder. Wir wissen ja von einem Hinweis, dass er keine Stampfer trägt. So schnell geht das. Sozusagen der Tipp, denn er hilft uns zwar hoch, aber er mag es nicht, wenn man ihn in den Rücken stampft. Und diesen Tipp musste man jetzt hier beherzigen, um ihn zu eliminieren. Und somit haben wir jetzt auch dies hier bewältigt. Wenn es jetzt so ist, dass jetzt jeder Kurs der sechste Stern einen Bosskampf beinhaltet, dann ist das Spiel sogar noch geiler, als ich angenommen habe. So, jetzt will ich nur auf Nummer sicher gehen, ob keins mehr da ist. Mach mal kurz ein Safe State. Bin nur sicher, ob es dann auch wirklich die ursprünglichen 6 plus 100 Münzen ständig. Ja. Gut. Damit ist jetzt Kurs 2 abgeschlossen. Was mich jetzt auch noch wurmt, ist, dass ich Kurs 1 nicht gefunden habe. Stellt sich nur die große Frage, wo ist Kurs 1? Ach ja, und Peach wollte uns noch von etwas... Von uns noch etwas... Etwas von uns. So rum. Der Mond kommt näher und näher. Wir brauchen die Sternkraft, um mit dem Problem zu beheben. Oder so etwas Ähnliches. Also der Mond. Also so a la Majora's Mask like. Sieht es nur nicht gerade hier sehr gut. So. Aber jetzt die grande Frage. Wo ist Stern 1? Kurs 1. Suche jetzt mal ein bisschen die gesamte Area ab, wenn ich es nicht finde, nehme ich einen anderen Kurs. Weil das Schiff ist ja eigentlich auch wieder da. Oder unter Wasser, da das eine. Ist ja auch wieder zurück. Da ist nichts. Also ich verstehe nicht, wo Kurs 1 ist. Weil irgendwo muss es ja sein. Oder ist diese Overworld hier als Kurs 1 beschriftet? Oder könnte ich es verstehen? Schau jetzt noch mal ein bisschen rundherum. Vielleicht finde ich etwas. Ach, da ist Kurs 1. Das sieht man ja auch kaum. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Kurs 1. Wildlife Valley. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau auf Deutsch sagt. Also, irgend so ein wildlebendes Tal. Fassi berühren. Gleich. Schwindelig. Irgend so etwas. Vielleicht gibt es eine bessere Übersetzung. Tut mir leid. Auf jeden Fall ist das der erste Stern. Jetzt um diese Fassis. Einfach mal so weiß sind. Und ich glaube, die darf man wahrscheinlich nicht berühren. Das ist ein Schild. Nein, das eine Schild hat ja nur davor gewarnt, dass man die essen soll. An der Frage, bist du friedlebend oder feindselig? Feindselig. Geben also Münzen. Wenn wir uns dann wieder um die 8 roten Münzen kümmern, dann geht es dann auch wieder eine roten... gibt es auch wieder eine 100 Münzen. Oder vielleicht, wenn ich gerade bei Zufall gerade alle finden sollte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Stelle finden, die in diesem Intro gezeigt wurden, in dieser Cutscene.
Vielleicht überlege ich mir sogar nochmal die 100 Münzen zu sammeln. Jetzt nur die Frage, wie kommt mich da hoch? Ja, und die wirken echt wie Drogen. Also am besten nicht berühren. Oh Gott, da wäre ich jetzt fast runtergefahren, wenn jetzt der Wind nicht gewesen wäre. Irgendwie hätte ich jetzt gerade wirklich Bock, zuerst mal die 100 Münzen zu sammeln. Kannst du mal versuchen. Einfach mal nur versuchen, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Also auf jeden Fall hat das Spiel auf jeden Fall eben Sondi nicht berühren. Aber das ist auch wieder geil gemacht von Käse Manuar. Ich frage mich, wie er das hingekriegt hat. Also das kriegt man nicht so einfach programmiert. Finde ich von ihm einfach extra klasse. Also, ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr Bock habt, das Spiel selber zu spielen, ladet es euch runter. Also muss man noch etwas patchen dazu. Ja, da bin ich mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher. Ich habe das mal von Ewigkeit. Hab das mal von der Ewigkeit mal. Meine Güte! Ich hab das mal von der Ewigkeit mal runtergeladen, weil ich es mal privat spielen wollte. Und dann hatte ich die Zeit nicht gefunden und dann habe ich mich entschieden, ja gut, let's play mir das mal. So richtig blind. Allerersten Kontakt hatte ich. Das ist eben das Problem bei diesen Pflanzen. Die haben eine so unglaubliche Hitbox. Muss ich schauen, dass ich noch irgendwo ein paar Münzen finde, weil sonst habe ich dann echt ein Riesenproblem. Das ist eben das große Problem bei den Pflanzen. In ihrer Hitbox, die ist fast nicht existent. Also die Hitbox, die du benötigst, damit sie eingehen und dir die blaue Münze hinterlassen. Aber ihr braucht mich dann nicht zu fragen, ob ich euch den Link zu dem Download schicke. Benutzt Google, weil ich möchte nicht für euch jetzt alles holen. Weil ich habe es schließlich auch selber gefunden, dann kriegt ihr das auch hin. Sagen wir so, es hat mir auch niemand geholfen, als ich zum Beispiel nach einem OT-Randomizer gefragt habe. Ich glaube, die Eagle-Gegner sollte man vielleicht. Okay. Diese Wickler könnten ein bisschen schwierig werden. Vor allem, wenn man hier im Sand feststeckt. Aber vielleicht brauche ich die auch nicht. Vielleicht doch. Schauen wir mal. Wenn ich in eines von denen stehen könnte, dann könnte es klappen. Müssen sie nur in meine Nähe kommen, das ist ein großes Problem. Erwischt. So, jetzt dann hier nochmal. Erwischt. So, dann fehlen jetzt nur noch 9 Münzen. Die kriegen wir doch zusammen, oder? Da ist eine. Da ist eine. Da ist noch eine.
Ich möchte jetzt nicht gerade die Gegner dazu hinnehmen. Sonst gehen wir in Richtung des Sternes. Da werden sicherlich noch ein paar Münzen sein. Da werde ich sogar meine Switch drauf. Na, da oben. Ja, da sind noch Goombas. Ich dachte, ich könnte den anderen auch noch mit Boden stampfen, aber nee, der war ein bisschen schlau. So, jetzt noch drei Münzen. Okay, da sind doch die Münzen schon. So, der 100-Münzen-Stern gehört schon mal uns. Da braucht man um den nicht mehr zu kümmern. Aber jetzt kümmern wir uns um den richtigen Stern. Und der müsste dort drüben beim Tal sein. Und danach, wenn uns die Zeit noch ein bisschen bleibt, können wir noch einen nehmen. Ach, da wären ja auch noch Münzen gewesen. Also hier die 100 Münzen zusammen ist auf jeden Fall kein Problem im Gegensatz zum Kurs 2. Wenn man nämlich noch das eine Rätsel machen muss. Vielleicht wären auch noch mehr Münzen auch dort gewesen, aber das weiß ich halt nicht. Ich habe nicht genug nachgeschaut. Aber ich wollte auch auf Nummer sicher gehen, damit ich ja auch den Stern mit den 800 Münzen noch mitsammeln kann. Vorsicht! Starke Winde voraus! Ja. Dann haben wir auch noch die was ist, die uns Dizzy machen. Sonst hätten wir zu viel Alkoholintus. Aber wir haben jetzt auch den Stern erreicht und haben jetzt auch unseren 10. Stern. Und ein paar One-Ups dazu. Und für 2,5 Minuten, ich glaube nicht, dass da noch etwas reicht. Und auf Overworld, sonst glaube ich nichts mehr. Ne, da wüsste ich jetzt auch nichts gerade, was ich da noch machen könnte für die 2,5 Minuten. Da würde ich lieber sagen, wir beenden den Part an der Stelle und im nächsten Part machen wir in der Wildlife Valley weiter. Dann haben wir uns die nächsten Sterne. Und von Part zu Part gefällt mir das Spiel immer wie mehr. Weil ich muss jetzt auch schauen, ob jetzt noch mein Tauschpartner noch schon angeschrieben hat, ob er die Pokémon jetzt schon bereit hat. Also dann, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder weitergeht mit Let's Play Super Mario 64, The Last Impact. Schaut doch das nächste Mal wieder rein. Also bis dann. Ciao.